Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Jurassic World Evolution. Wir haben wieder am Ende des letzten Parts eine Krise überstanden. Wir haben nun endlich Raptoren. Und wie es aussieht, haben wir auch ihre Haltungsmöglichkeiten sozusagen unter bester Kontrolle. Von unserem Zaun wurde auch bisher nicht beschädigt. Sabotage oder deresgleichen ist auch nicht eingetreten. In dem Fall kann man sagen, dass es sich hierbei um eine sehr gute Runde handelt. Wir haben 4 Raptoren, die fühlen sich alle pudelwohl. Und das ist das Wichtigste. Deswegen geht es jetzt weiter. So, nachdem wir das uns mal vor Augen geführt haben, wie brutal so ein Sturm sein kann, werden wir doch mal gucken, wie viel Platz wir noch auf der Insel haben. Ja, ist doch noch reichlich. Oh, das ist reichlich. Reichlich Platz. Wir werden einfach mal versuchen, hier die Bäume abzureißen. Da wird man so ungefähr sehen, wie viel Platz wir hier noch für zum Bebauen haben. Können wir uns vielleicht oder für zukünftige andere Dinosaurier sogar mehrere Gehege hinbauen. Aber die Engpassagen würde ich niemals für Gehege verwenden. Denn hier verwenden wir nämlich dann alles für wie heißt das? Genau, für die Gebäude und so. Und die Futterstation muss aufgefüllt werden. Das war kümmern wir uns hier um unseren So, wir haben eigentlich dieses Parkmanagement, wenn wir immer so einen holprigen Start haben und nicht so genau wussten, was wir machen sollen, haben wir das doch eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle. Finde ich eigentlich auch. Ich meine, überlegt mal, wie wir angefangen haben hier auf der Insel, wie wir plötzlich Minus hatten. Und wie wir unseren Kapital auch schon gemacht haben, indem wir Fossilien von der anderen Insel dann geholt haben, um diese dann zu verkaufen. Und jetzt sind wir dreifacher Millionär. Und das macht uns schon mal wieder zu erfolgreichen Bauunternehmen. Wir werden auch gleich ein großes Gehege hinbauen, wo wir dann diverse Pflanzenfresser, die sozial sind, hinbauen werden. Das werden wir natürlich auch dann wieder teilen. Also so und für euch. Und ich denke, das wird dem gefallen. Wenn es den Raptoren gefällt, dann gefällt es den Pflanzen. Also eben. Und so wie es aussieht, kann man auch wir wollten ja eigentlich ja noch einen Abstecher danach nochmal zu Isla Matanzeros machen und noch ein paar Quests angucken, bevor wir dann die nächste Insel bereisen. Wir brauchen aber auch noch die ganzen anderen Quests. So, ist das jetzt alles frei? Tatsächlich. Sieht doch toll aus. Ich muss das machen. So.
Also, wir können doch hier auch so ein Gehege hinbauen. So klein oder was? Alter. Also, ich kann das jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Die Insel gefällt mir auf jeden Fall besser als Isla Matanzeros. Klar sieht das am Anfang erst total mini aus. Wegen den vielen Bäumen und so. Aber wenn man sich so ansieht, diese Grundfläche und so. Und hier geht es ja auch nochmal weiter. Können wir hier auch noch ein Gehege hinmachen? Total. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und die müssen wir auch nutzen. Die müssen wir absolut nutzen. Egal, ob wir dann ein Kraftwerk hinbauen oder nicht. Alles wird hier möglich sein. Natürlich habe ich jetzt Doc freigelassen, aber den hätte ich jetzt kein gutes Leben geben können, weil ihr wisst warum. Er wäre allein gewesen. Deswegen denke ich, er wird schon gut haben. Er wird schon gut haben. So. Mache ich aber ein bisschen Abstand zur Wand. Ich weiß ja nicht, keinen Strom habe. Oh nein! Ich muss noch Futterdinger auffüllen. Sieht zwar immer ein bisschen klein aus, aber wenn man sich so ansieht, ist es doch eigentlich total riesig. Der ist nicht abgeschlossen. Shit. So, jetzt. So, dann bauen wir noch ein schönes Tor hin. Am besten gleich mal zwei Tore. Einmal hier und einmal da. Hallo? Danke. So, dann machen wir hier noch einen schönen See hin. Wie machen wir den? Ich glaube, also für die Teilung her machen wir das so, dass wir das dann so machen. Vielleicht. Einmal hier. Und da ist so ein. Es gibt Krieg. Na gut, da muss ich was einstellen. Da wollen wir nicht solche Klippen machen. Wir könnten es machen, das ist so kein Problem, aber. Aber Sauropoden mögen das nicht. Das ist ja so ein bisschen glatter. Sieht so aus. Ja, so leichten Hügelgrund gibt es immer. Okay. Aber es darf eben nicht so steil sein. Das ist nicht so steil. Steil mag ich wirklich nicht. So, kann ich da trotzdem noch ein bisschen Wasser hinmachen. Und nochmal glätten. Perfekt. So, wir wissen aber noch nicht, was für ein Tier wir uns hier holen werden. Beziehungsweise weiß ich aber schon mal, was auf der Innenseite hinkommt. So, deswegen auch zwei Tore. Dann können wir nämlich hier was hinbauen. Oh nein! Es ist so viel zu groß. Das Tor hier haben. Da war doch was. Na komm, stimmt. Na bitte. Geh doch. Da müssen wir ja die Säbel ein bisschen anpassen.
wird auf jeden Fall schon mal ein reines Pflanzenfresser-Gehege, das steht fest. Aber das Gehege ist geteilt, weil ich die Ankylosaurier dann von den ganzen anderen Tieren trennen will. Davon bauen wir zwei hin, und nachdem was hier einmal hier in der Gehegeabteilung und da passt, verbinden wir die Wege miteinander und sind glücklich. Geht gerade das Gerät etwas außer Kontrolle. Alter, ist das eine Schlange? Schlängelweg. Total. Schlange. Und um die Stromkabel kümmern wir uns natürlich auch noch. Wo ist der Weg nicht verbunden? Oh, ich habe den vergessen. So, fertig. Und auffüllen müssen wir noch. Auffüllen. Die Raptoren. Das war mir irgendwie klar. Ranger. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Bin zur Futterstation unterwegs. So, mehr kann man da nicht machen. Hä, habe ich zwei davon? Komisch. Naja, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wenn das eine alle ist, dann ist das andere sicher voll. Wenn das eine voll ist, dann ist das andere alle. Halt. Das war schon wieder falsch. So, wieder was Neues. Oh, wie macht man das? Ernsthaft, wie macht man das? Das will ich gerne mal wissen. Außerhalb des baubaren Bereichs. Das ist ja geil.
Dann haben wir so einen Zug. So einen Zug, der hier total um das Ganze drumherum geht. Oh Scheiße, wie soll man sowas machen? Wer hat sowas erfunden? Ich will sowas auch machen. Aber unsere Technik so. Halt. Da muss ich doch mal einmal. Mach mal anders. So, wie folgt. Kann man das ja noch. Ich habe kein Geld mehr. Doch. Wollte schon sagen. Wir wollen ja sowas hin. Das auch. Nein, komm. Mach mal hier hin. Oh nein, das ist schon wieder zu viel zu lang. Ja, mit Visa-Preisen. So. Schwierig. Man will ja einfach nur so eine Station hinbauen. Schon über da. Ich krieg's nicht. Ich muss einfach. Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Denn das ist ihre Natur. Das ist echt Nervenkitzel hier. So. Weiter nach da. Genau. Da. Ich lasse mir jetzt richtig viel Zeit bei dem Ding. Nicht so hetze. Genau, nach da. Ich wusste es. Mann, wieso denkt das nicht so wie ich?
Am besten noch gleich diesen Bogen hier wegmachen, weil... Nein! So... Ich bin immer zu weit am Rand. So, ich habe nachgedacht, wie baue ich das jetzt am besten, wenn es so aussehen soll, genau dahin. Hier ist ja die Grenze, also werde ich den Bogen jetzt hier hin machen, bis dahin. So. Ist das überhaupt rentabel? Ja, wo nicht ist, was hinzubauen. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Ja, da haben wir es jetzt. Super, jetzt brauchen wir nur noch Strom und eine Wegverbindung. Geht alles ganz leicht. Bar. Das tut weh. Ah. Das tut weh. Nein. Habe ich das hier auch immer? Geht durch. Auch. Ja. Geht durch. Ich glaube, ab hier nichts, nur hier. Für Anfängerfehler. Werde ich gleich mal korrigieren. Also ich fand's witzig. Nein! Das ist hier noch was falsch. Nein. Boah. Das mache ich jetzt nicht von hier, sondern von da. Das Kurs ist zu eng. Bist du behindert? Dann muss ich das hier abreißen. Auch. Wenn es sagt, die Kurve ist zu eng, dann muss irgendwas hier fehlerhaft sein. Und dann muss ich das eben jetzt hier hin. Dürfte jetzt keine Kurve sein, oder? Nein. Nein. Ich muss anders planen. Ich weiß, bis wohin ich abreise, bis hier.
Meinetwegen, ob es da ist. Werde ich einfach mal. Zu eng. Wie kriechen die? Wahrscheinlich hat es hier nicht. Das ist einfach hier ein bisschen. Und zwar von da aus. So. Das hier ist so. Aha, endlich habe ich es. So, jetzt brauche ich nur Strom. Gebaut. So. Sieht doch eigentlich ganz hübsch aus. Da fährt die Bahn nämlich hier so über die komplette Insel. Kommt hier innen. Kann man das so direkt überlappen lassen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nur, dass wir hier noch einen Weg nehmen wollen. Wir werden es einfach mal ausprobieren müssen. Mehr kann ich nicht sprechen. Doch, es ist überlappt. Ich habe gerade eine andere Richtung gebaut. Kann der 6? Oh! Okay. Das hätte ich mit meiner anderen Gehege am Anfang auch machen können. Ich darf mir auch nicht so machen. Das ist vor allem entlang der Monorailbahn, ja. Aber wir dürfen auch sozusagen nicht denken, dass die Monorailbahn jetzt die Grenze davon ist. Die Grenze ist ja erst hier. Warte, Zaun. Die Grenze ist ja jetzt hier irgendwo am Rand. Ach, vielleicht ist die Monorailbahn ziemlich gut, um sich zu orientieren, wo das Ende ist. Damit wir uns nicht so viel Platz verbauen für das Hammond-Labor. Egal wie wir es machen. Aber ich denke, das sieht gut aus, ja. Perfekt. Dann hier noch die Wege so drumherum und dann sind wir eigentlich fertig. Halt. Wir dürfen noch nicht die Wege drumherum bauen. Wir müssen erstmal die ganzen Gebäude hier hin. Ah, das ist falsch. Ist einfach nur verbaut. Okay. Wegmachen. Und hinbauen.
Ja. Da haben wir es nun. Unser großes Gehege. Sicher toll. Und ich freue mich schon. Warte mal. Wenn wir dann endlich damit fertig sind, dann werden wir nämlich uns noch ein paar Gebäude holen. Geht das einfach so? Das ist schon wieder. Oh, da fehlt die Manuel! Ist das geil? Da fährt sie jetzt hier einfach mal so durch. Und macht einen kompletten Überblick auf unseren Park. Sogar noch ein paar bisschen Platz für Gebäude hier in den einzelnen Stellen. Da passt doch sicher auch zum Kraftwerk noch zusätzlich hin. Aber ich muss es immer wieder sagen, weil ich das auch so finde. Jurassic World Evolution ist, wenn man das mit Strom und so weiter betrachtet, dass man hier Strom hinbauen muss, eigentlich eines der realistischsten Spiele, die ich kenne, weil nichts funktioniert ohne Strom. Da kann ich keine Wellenlinie machen. Ich weiß nicht, ob gleich die Schiene aus Versehen abweist. So. Die ist hier irgendwie angebracht. Vielleicht ist sie so ein bisschen gerade. Und so mache ich das ab. Hier ein bisschen gerade. Hier kann man wieder ein bisschen biegen. Gibt's auch solche dicken Wege, richtig? Die kann ich doch hier auch verwenden. Oh ja, die sind geil. Die dicken Dinger sind geil. Können wir gleich hier mal sich um Strom kümmern. Und zwar wie folgt. Und einfach hier so ein Ding. Thank you.
töten uns nur von innen. So, wo sind meine Bunker? Hier ist er. Mal wieder Probleme bei der letzten halben Stunde. Alle halbe Stunde scheint jetzt wahrscheinlich so ein Sturm aufzutreten. Juhu, wir haben Strom. Wobei wir ziehen wir uns jetzt mal um die anderen. Kein Platz, weil hier alles schon verbaut ist. Mist. Man sollte vielleicht dort nicht vorher die Monorail-Bahn aufmachen. Ich glaube, ich muss es einfach versuchen. So, hinten an. Wie kommt der Raptor da raus? ACU-Helikopter. Aufgabe betäuben. Ich weiß nicht, wie du da rausgekommen bist, aber so wie es gab es einige immense Schäden. Du bist ausgebrochen. Hab ich irgendwas übersehen? Gut, hier ist. Oh nein, warte. What? Der ist wieder drin. Der ist wieder reingelaufen. Kümmere mich um Reparatur. Das hab ich auch noch nie gesehen. Hab ich auch noch nie gesehen. Da läuft der Raptor einfach rein. Füge Aufgabe hinzu. Gott, ist der Raptor ausgebrochen, ein bisschen hier rumgelaufen. Oh, ich muss die Bunker wieder aufmachen. Und da ist er einfach wieder reingegangen. Das habe ich auch noch nie gesehen.
noch nie davor zuvor gesehen. Oh doch, der Raptor ist jetzt wieder raus. Kunarius. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Du bleibst da. Ein Clever Girl? Nein. Akku-Helikopter. Die Anfrage bestätigt. Danke. Produkttransport im Gange. Wo ist der Rest? Wie lange laufen die da schon rum? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Episode von Jurassic World Evolution. Also, machen wir uns jetzt mal einen Überblick und schauen wir dann uns beim nächsten Part wieder mal an, wo ja noch etwas rumstürmt, aber so wie es aussieht, gibt es hier nicht. Nein! Was ist denn getötet? Produktzustellung bestätigt. Einverstanden. Ah, die haben sogar schon versucht, ein paar Zäune zu knacken. Reagiere auf Reparaturanfrage. Anfrage erhalten. Reagiere auf Reparatur. Sie haben wirklich schon versucht, ein paar Zäune zu knacken. Das ist nicht gut. Und da wie das aussieht. C-freie Kamera. Ja. Wir fixen erstmal die Stellen. Aber ohne Kack, wie sie. Wo kann ich meinen Bestand der Dinosaurier sehen? Clever Girl hat zurzeit keine Geborgenheit. Würde ich auch nicht haben, wenn sie in den Menschen leben würde. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Produkt wird eingesammelt. Was gibt's denn da noch? Okay, ich sehe keine Raptoren mehr. Ich sehe nur noch zwei. Kann das sein? Wird getragen. Muss aufgefüllt werden. Produkt wird transportiert. Muss aufgefüllt werden. Okay. Dann steht es auf jeden Fall fest, meine Raptoren sind gestorben. Jedenfalls bräuchte ich das eigentlich schon nicht mehr.
zerstörte Infrastruktur. Und darum werden wir uns... Ach, das sind die anderen. Oh, kacke, das... Produkt wurde transportiert. Lege weitere Aufgabe fest. Da ist aber auch niemand. Produkttransport beendet. Oh nein, da habe ich aus Versehen zwei Raptoren im Brutkasten gesteckt, ohne zu wissen, dass sie noch leben. Nein, Inni Wini, nein. Das ist böse. Kashi Raptor, hör auf damit. Nein, hör auf damit. Man könnte keine Menschen. Ich habe euch doch zur Vernünftigkeit erzogen. Ob die Raptoren essen da? Erfahrt ihr beim nächsten Part.